Und damit herzlich willkommen zum Qualifying auf Lime Rock Park. Mein zweiter und wahrscheinlich letzter Versuch, hier irgendwas Zählbares hinzusetzen. Der Plan ist, P1 bis 3 zu machen, um vom Grid zu starten oder aus der Box, falls es P4 oder schlechter wird. Ich habe mein Setup geladen und gehe jetzt ins Qualifying. The pit exit's clear. Okay, Michael, we've got 2 laps. Let's get this done. An meiner Kommentatorenseite sind der unnachahmliche Basti, Jo und Mythos. Juhu! Hallo! Moin! Grüße! Basti hat hier ja schon ein erfolgreiches Rennen hingelegt, das erfolgreichste von allen SchlawawinerInnen. Und hat sich auch mit einer sehr guten Zeit hier gemausert. Meine 53.3 war seine schnellste Runde. Mal sehen, was wir jetzt hier hinlegen. Qualifying, first quick lap. Schlecht. Schwache erste Runde, eine 53.6.7. Fastest lap for Morrow, 52.60. P7. Ja, und raus, off-track, wunderschön. Da machen wir nichts mehr. Wir starten also aus der Box bei dem Spaßrennen hier. Oh, schon eine dezente Aggression direkt zum Start. Hervorragend. Besser kann es ja nicht sein. Ach, ich könnte noch Kurven machen, damit es nicht so schlimm wird mit dem Safety Rating. Auf Position 10 bist du momentan. Position 9 direkt vor dir, Glenn Vanko. Den kennen wir von gestern. Nein. Das ist der, der dir ins Auto geschossen wurde. Warum fährt er auf? Oh mein Gott. Weil sie ist positiv. Da du ja aus der Box startest, wird er vor dir sein und nicht hinter dir. Ja. Das ist schon mal gut. Zumindest für die ersten Runden. Hier ist der Crash gestern passiert. Quasi ohne meine Einwirkung, außer dass ich halt auch mitgefahren bin in dem Rennen. Wie ist das Strength of Field? Oh, 2 Off-Tracks. 1,6. Sind so eine Nulpe. Nulpen aus Amsterdam. P11. Das Doofe ist, wenn man jetzt halt auch noch aus der Box startet. Nee, ich sag's gar nicht erst. Wir machen das so. Wir haben das so abgestimmt. Ich kann das jetzt nicht überstimmen. Ich meine, was passiert, wenn ich aus der Box starte und trotzdem in den Crash komme, dann ist es ja noch schlimmer, als wenigstens auf P10 in den Crash geratest. Ja, du hältst erstmal die ersten ein, zwei Runden ein bisschen Abstand. Die erledigen sich schon alle von alleine. Diesmal denken wir dran, nicht auftanken, ganz wichtig. Look out for the pit speed limit, engage limiter. Keine Reifen wechseln. Keine Reifen wechseln. Seit man hat keine mehr. Ist der Crew Chief aktiv? Guter Punkt. Ja, Sound bräuchten wir dann vielleicht noch. Habe ich schon angemacht. Sound haben wir. Du musst nur den Discord-Stream anwenden, also anschauen. Dann kriegst du einen Pixelbrei mit Sound und über seine Webcam kannst du dir den Stream hübsch angucken. Genau so.
Bitte nicht gendern. Krass, Dive. Doch. Wir müssen nur noch die richtige Form wenden, aber irgendeine Form davon benutzen wir. Was denn? Wegen des Hähnchen, Genderns. Wegen Hähnchen, Brust, SchlawerwienerInnen. Filet? Ach so. Liebe Community, kann ich einfach sagen. Ich habe extra für euch die Triples nochmal neu angerichtet, so dass wir weniger Farbverfälschungen auf den anderen Seitenmonitoren haben. Alles für die, für euch. Für die Katz wollte ich Für die sagen, aber Katz. für die auch. So. Ja, P11 wäre gar nicht so kacke gewesen. Es sind insgesamt 30 Teilnehmer. Wir wären auf P11. Vielleicht passiert ja nichts. Glenn Vanko ist doch vor uns. Hallo Tomcat. Ich mache noch mal eine Umfrage. Ich starte aus der Box, aber ich mache noch mal eine Umfrage. Und wenn die überragend ist, auf PC zu starten, dann mache ich vielleicht das. Mal gucken. Chrome. Google Chrome. Es wird so lange abgestimmt, bis das Ergebnis Nein, passt. Ne. Nein. Manage starte toll. Doch vom Grid. Oder was Nein. willst du? Können wir nochmal eine Ministerpräsidentenkonferenz ja, haben? Ja, genau. aus der Box. Wie vereinbart? Oder vom Grid. P11. Aber das subtile Gefühl, du möchtest nicht aus der Box starten. Wer sagt das? Ich. So, der Poll ist gestartet. Don't count this vote. Und es geht los. Aus der Box, wie vereinbart, führt mit einer Stimme. Jetzt vom Grid P11. 2 in Führung gegangen. Ausgleich 3:3. Wir hatten gestern schon mal einen Unentschieden im Abstimmung, ne? Ja, hatten wir auch. Aus der Box, wie vereinbart, führt jetzt mit 7:3. Ja, ja, okay. Na gut. Na, alright. So, wir also dagegen mal. Kann ich dann ja nichts sagen. Wenn die, jetzt wir haben Grid 49 Zuschauer. Auf. 50, das ja. Kann, ja, das kann sich also noch drehen. Echt noch, das kann sich noch sowas von drehen. Aus der Box, wie vereinbar, ohne T, warum auch immer. Anscheinend kann man, ist, die Option darf nicht zu lang sein. Es wird nochmal knapp. 8:6. Ja, Leute, es rechts noch 10 oben. Sekunden. Rechts aus der Box ist wie vereinbart, geht wieder weiter vor. 9:6. 10. Oh, auf einmal ist schon vorbei. Also aus der Box wie vereinbart. Oh, danke schön. Ihr seid so nett. Box ist doch buggy. McPharma, moin moin. Box ist doch buggy. Doch, stimmt, da war was. Was denn? Das gibt irgendeinen Fehler, wenn man aus der Box startet, dass man sich da nicht mehr bewegen kann. Also es tritt wohl nur bei einigen auf, aber. Das wird bei mir nicht passieren. Ich glaube, ich spinne. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Du, 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 du. Box, Box, Box. Du, du. Ist der Box starten, ist aktuell recht buggy, sagt McPharma. Kann noch mal einer McPharma? Was sagen hier? Aber toi, 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 sagt ja. Toi, 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 wie die Franzosen sagen. Für Box, Box, Box ist toi, toi, toi? Nein, Nein, toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Oh, oh mein Gott. Ich dachte schon 2, 2, 2. Warum sollten die Box für 2 sagen? Das wie vereinbart war eine unzulässige Suggestion. Bitte nochmal voten. Da bin ich mir auch wieder unsicher bei Nomis. Noch, oder was? Für was steht die 6 als Buchstabe? Gestern habe ich ja schon Mutant falsch ausgesprochen. G, würde ich sagen. Also Nogmis. P11. Miss Start. 22. So, wir sind no, in der Box. Oder No Sex Miss. No Sex Miss. Steht dick oben in der UI, aber. We need to follow car number 14 in the left column. Miss Start. Waiting. Das ist aber richtig. In Pitstop. Aber guck, die Leute, die neuen Leute, die für den Start auf P11 waren, sind alle jetzt weggegangen. Jetzt sind wir nur noch 41. Nomis halt. Nomis ist okay. Der ist nur häufig schon vergeben, deshalb habe ich einen Teil von meinem Geburtstag noch mit drin. Alles klar, also Nomis. Du, nie daneben.
guck mal, wie toll die GT4-Fahrer... Ah gut, das ist natürlich kacke jetzt mit Multiclass. Jetzt bin ich hinter den ganzen Audis. Das ist schon eher schlecht. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Nein! Wie viele Audis haben wir denn? Viele. Ich kann dir nicht sagen, wie viele, aber ich glaube 10 oder 11 waren es mindestens. Auf der Minikarte sieht man es ein bisschen. Stimmt. Ja, also recht ausgeglichen. Ich würde sagen 16 zu 14 oder 18 zu 12. Geht die vier starten nach vorne? Ja, aber ich nicht. Ach, meinst du, ich komme dann raus? Ich kann los, wenn grün ist, aber nicht aus der Box, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Ich kriege nur ein anderes Grün. Ich glaube sogar, mein Grün ist, wenn alle über die Ziellinie gefahren sind, dann darf ich. Ja, wir werden es sehen. Du bekommst Grün, wenn Rennen beginnt. Immer noch besser als 12 Minuten Reparatur. Und dann right, Michael, 20 Minuten Reparatur waren es gestern. Green, green, green. Siehst du, ich kann nicht los bei green, green, green. Pit Exit closed. Das wird jetzt erst ge... Oh. Doch, ich kann jetzt losfahren. Krass. There's a car approaching. Watch your mirrors. Stay behind the white line. Mitten in die Audis rein. Das ist, glaube ich, das Dümmste, was ich machen konnte. Was ich machen konnte. Oh mein Gott. Clear left. Da hätte ich auch auf P10 starten können. Da haben sich schon welche aussortiert. Wunderbar. Das läuft optimal, Michi. Wie geplant. Mhm. Ich alles gut. Bin überhaupt nicht getüttelt. Es ist überhaupt nicht dasselbe, als hätte ich mich nur schon einmal gedreht. Fokus. Und dann kalte Reifen. Genau. Shocking Star, come on, get it together. Der ist auch begeistert. Die haben sich erschrocken, dass ein Porsche aus der Box kam, sagt der Kramer. Ja. Da ist ein Porsche aus der Box. Was macht der denn hier? So, und Gas. Gibt ja auch nur wieder 100 I-Rating-Abzug, wenn ich so ins Ziel komme. 17th place. Ja, dann ist das Rennen vorbei. Gelbe. Flagge. Ja, einer kommt Abstand halten. Abstand halten. Lass die erstmal Walzer tanzen. Okay, Michael. The next car is Morin. Pass auf, ich bin jetzt in dem einzigen Split, wo sich auf einmal alle Mühe geben und jetzt alle so ins Ziel kommen. Car right. Right side's clear. Na, habe ich das gut gemacht? Perfekt. Wer war das? Das ist jemand, der jetzt mal wieder rausfährt und eine Attacke und auf wieder mich rausfährt, fährt. Ja. Und ist der Kollege von gestern, ne? Nee. He's still there. Clear left. Sector 2 is 1.5 seconds off the pace. Well done, good pass. Yellow flag, keep your wits about you, mate. Guck mal da. Und da tanzen sie weiter. Ein neuer Subscriber. Hallo, vielen Frankie. Dank, Frankie, für den Sub. Ui, danke für den Subscriber. Subscribe. Morrow is now in the lead. Ich bin noch nicht er will wieder vorbei. Ich lasse ihn wieder vorbei. Hat ja keinen Sinn. Der denkt, er ist schnell und fährt hier ein wichtiges Rennen. Lass ihn vorbei, der räumt für dich ab. Ja, den siehst du nachher noch einmal. Ihr zusammen auf dem Abschleppwagen. Also nach der gestrigen Rechnung war es so, wenn ich jetzt ohne Incident und so durchgehe, würde ich 12. oder so werden am Ende. Das wäre ja gut. Das wäre okay. Meine Startnummer ist 8. Ist dann halt minimales I-Rating minus, aber wenigstens ein paar Championship-Punkte. Und nicht so wie gestern, offiziell dann am Ende P22. Da bin ich ja jetzt schon besser, ne? P15 oder was bin ich? P16? 15. P15, ja. Na, aber 7, wie läuft es? Fragt der Frankie. The lead
Aufregend. Ich fahre schon mal mehr als gestern. Und vielen Dank für den Follow, Grim Shadow. Grüß dich. Willkommen beim GT4-Drama auf dem Lime Rock Park. Vor dir steht ein Punkt auf der Karte. Box. Oh, das war eine Box. P14, good lap. That's your quickest so far. Ja gut, der Audi hält mich jetzt natürlich auf. Ich bin für Input zu haben. Was du machen sollst? Mhm. Oder dann bis zur nächsten Gerade folgen und dann auf der Zielgeraden überholen, oder? Okay. Das war eine qualifizierte Antwort. Die hättest du von mir nicht kriegen können. New fastest lap for Kohler, 52.70. Machst du eine kleine Wochenendausfahrt? Mhm. Slower car ahead. Mit den ganzen Sonntagsfahrern. He won't get a blue flag. P13. Ich hab's nicht geschafft, ich muss näher dran sein. Okay. Left. Okay, ich lass ihn fahren. Still there. Clear left. Ich wollte schon gerade sagen, mir wird schon wieder schlecht. Mir wird schon wieder schlecht. Er fragt sich bestimmt auch, was soll das? Bartel Chris schlägt vor, mach's wie die Imps, einfach reindiven. Nee. Jetzt aber. Left side. Clear left. P14. Da ist mir wirklich kurz die Pumpe gegangen. Spannung! Slower class car ahead. Alright, Michael. You're gaining on the guy in front. The gap is 2.1 Mach's seconds. Mach's wie die LMPs, meint er. Ja, sorry. Ich fahr mal. Ich bin völlig unqualifiziert. Die LMPs. Habe ich schon einen Incident Point? Nö. Nee, noch nicht. Mal suchen, wo ich schon mal etwas. Jedes Mal Stream gucken, muss mich umorientieren, wo das Zeug steht. Ja, du kommst jetzt schön an deinen Vordermann ran. Ja. Aber das bleibt jetzt so, wolltest du sagen. Das bleibt jetzt so. Ich bin jetzt sehr zufrieden, was das angeht. Ich muss halt nur vielleicht noch einen Streaming-PC aufbauen und irgendwie dieses Overlay darüber kriegen. Davon abgesehen bleibt alles so. Aber wir hatten im Sebring ja überhaupt nicht diese Performance-Probleme. Ich frage mich halt, was ist jetzt anders? Der Spiegel. Ja, das Einzige, was du verändert hast im Gegensatz zu gestern. Ist schon richtig, aber... LMPs sind Prototypen. Gestern in Sebring sind die oft reingedived. So, noch ein Audi vor uns. Mit Farmer sagt auch, Rückspiegel sind Performancefresser. Also, solange hier nichts ruckelt im Stream. Clear left. Und du spielen kannst. Ist das jetzt sowieso nicht wichtig. Das machen wir danach im Rennen. Ja. Aber danke für die Hinweise. The gap ahead is now 1.6. So, ich bin jetzt fast an meiner Klasse dran. Bisher läuft es ansatzweise nach Plan. Dir fehlen bloß noch 3 Plätze, dann bist du wieder auf deiner eigentlichen Startposition. Ist auch nicht schlecht. Eben. Und ein großes Kompliment von Hartl Chris. Mir gefällt das bei dir, weil du sehr anständig fährst. Respekt. Oh. 14th.
McDermott sagt, also viele fahren ohne Rückspiegel und mit dem virtuellen Rückspiegel. Aber es sieht halt kacke aus, wenn man so ein schönes Setup filmt wie ich jetzt. Gerade habe ich aber das Gefühl, selbst auf dem anderen PC war die Performance gerade besser. Hier liegt auch am Lime Rock Park, weil permanent so viele Autos da sind. Ändere einfach die Kategorie in Kunst und Wissenschaft. Oder Programmierung, ja. Ja, McFarmer kann dem Arthur Chris nur zustimmen. Bezüglich deiner anständigen Fahrerei. Ja, du fährst anständig, das stimmt. Auch über die ganzen Rennen gesehen, die ich so verfolgt habe. Ein Vordermann fährt ja momentan davon. Ja. Sehr schneller als du. Aber hat man ja Michael Schumacher auch immer nachgesagt und Nigel Mansell und Alain Prost, dass sie besonders anständig gefahren sind. Ne? Dadurch wurden sie erfolgreich. Nicht. Aber das ist ja auch eine andere Welt im Sim-Racing. Hallo, der Frankie. That's 20 minutes to go. Da kam ein Hallo-Jo im Audio. Wink. Yellow flag, watch out. Oh, einer ist raus gewesen. Was war es für einer? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Immer noch voll Influence Point. Oh, der hier macht sehr schön, will Platz machen. Dann das nächste Mal. P13. Wäre doch witzig, würde ich hier mitfahren in einem Audi. Dann wäre ich der Audio. Ja. Also ich krieg's mit der Bildrate. Mir wird nämlich leicht schwummerig und ein bisschen schlecht von den niedrigen Bildraten. Ist kein Witz. Keine Pointe. Aber das Rennen ist hier wirklich ein ganz krasser Drahtseilakt. Jetzt will er mich wieder richtig vorbeilassen. Ich kann nicht so, wie er möchte. Car right. Clear right. Oh, das war sehr fair. Der hat halt auch keinen Bock, dass ich ihn hinten reinballer. Ich glaube, der hatte ein bisschen Schiss. Slower car ahead. This guy's their class leader, but we're racing for position. He won't see the blue flag. Oh, jetzt ist der letzte Audi vor uns. Der Sprung, von dem ich so viel Respekt hatte, macht im Endeffekt gar nichts. Also kaum Probleme. Nur nicht nachlässig werden. Du hast doch 80 FPS, nix da, ich habe 58 FPS. The gap to Bennett behind is now 1.7 seconds. Okay, Michael, that's good consistency, keep it up. 54, 55 und rote Balken. Guck mal bitte auf den Asphalt und die anderen Autos. Die schnellste Runde war bis jetzt eine 54.134. Von mir. Also, vorne ist jetzt wieder was. Ein Duell und noch ein Duell. Eine Überrundung und ein Duell, besser gesagt. Oh Gott, wenn mir der überrundet, ist er jetzt gleich. Ein Schnippchen. You've just done it. 54.18. Sehr gut, sehr fair Platz. Ich kann nicht mal mehr reden. Neuer Follower. Vielen Dank für den Follow. Ich kann gerade nicht hochgucken. Du dies irgendwas. Nein. Das soll nicht disrespektierlich sein. Ich freue mich, dass du da bist.
Und ich bin froh, dass ich den Namen nicht vorlesen muss. Das war eigentlich dein Job, aber bitte, dann mach ihn nicht. Ich konnte. Das war mein Job. So, jetzt gucken wir mal. Suzie Kuani? Okay, Michael, don't let this guy distract you. Das ist jetzt der Class Leader, den sollte ich, wenn es geht, nicht abschießen, sonst gibt es eine riesen Gejammer am Ende. Vorsicht, der hinter dir hat eine 4 hinter seinem Fahrernamen. Oh nein. So benimmt er sich auch, im Rückspiegel zumindest. Ja, der war gerade sehr nah dran, sah ja zumindest so aus. Jetzt ist für Korben eigentlich perfekt, Korben hat jetzt nicht mehr das Problem mit dem zweiten Rückspiegel. 13th place. Der war kurz off-track, der hinter dir. Oh Mann, warum nur? Ich kann es kaum erwarten. Ja. Wie so eine Fliege vorm Gesicht, ne? Ja. Left side, clear left. Minutes left. Halbzeit. Okay, Michael, halfway home. Fuel looks good. Oh, Scheiße, der ist mitgekommen. Echt? Was ist denn da los? Ist das ein BMW? Ja. Ah, dann lassen wir den vorbei, ne? Gleich. Vielleicht ziehe ich noch an am besten, ja. Wenn er so weiterfährt, erledigt er sich auch von selber. Ich lasse ihn, glaube ich, jetzt schon vorbei. Alter. Falter. Ja, da hat man das richtig sind Schiss. Zwei. Ich lasse ihn vorbei. Still there. Right side's clear. Da kommt der zweite in. Ja, ich lasse ihn beide vorbei. Right side. Clear right. Gut so? Ich glaube, der war sehr klug. Ja, so wie. Alter, wie fährt der denn? Sehr gruselig. Und der andere hatte sich entrundet, ne? Ich glaube, der vorne kann sogar fahren und verrückt ist nur der Grüne, aber ich bin mir unsicher. Ja. Oh. Yellow flag. Oh je. Oh je. Oh je. Left side. Still there. Clear left. Audi, du musst dich doch jetzt nicht entrunden. Das ist doch, ist doch eigentlich Quatsch. Der Kollege von eben ist schon wieder hinter dir. Wir haben eine gelbe Schnauze. Clear left. Das ist der zweite. Die haben sich so abgebrochen. Ein grüner und ein orangener, oder? Ach so. Dann war der das. Ich dachte, ja, die sind beide vorbei. Mein Körper ist so angespannt, das ist furchtbar. The guy in front is Thomas. Also es ist nicht weniger verrückt. Ich habe das Gefühl, wir haben nur bisher ein bisschen mehr Glück. Also es könnte jede Sekunde vorbei sein. Bierbeck wieder, ne, der sich entrunden will. Was soll er machen? Car right. Clear right. The gap to Thomas. Ahead is increasing. It's now 3.2 seconds. Hat er den anderen abgeräumt oder wo ist der hin? Wo ist denn der schöne Audi? Ich glaube, der ist glaube ich durchgekommen durch den Crash, oder? Aber er ist nicht mehr hinter mir. Oder? Doch, ist noch hinter mir. Nur ein bisschen mehr Abstand. The track temperature is rising. It's now 26 Celsius. Alter, was fährt der denn für eine Scheiße? Sein Safety Rating möchte ich am Ende nicht sehen. Das ist doch bitter. Oh, das bin ich froh, wenn man irgendwie. Aber wahrscheinlich hat man in jeder Klasse solche. Right, Michael, wie halten die sich so lange, dass die mitfahren dürfen?
Ja, das ist der Klassen-Kasper. Werden immer mitgezogen. Also ich weiß es nicht, kann mir halt vorstellen, dass manche Leute denken oder das so angehen wie ein Rennspiel. Aber dann fahren die doch nicht in dieser Klasse dann so mit. Das ist das, was ich nicht verstehe. Oder, ja, keine Ahnung. Sie haben es halt trotzdem bis dahin geschafft. Rattelchris sagt, deswegen ist der vor dir C-Klasse und du bist A-Klasse. Letzte Runde bist du gut, bist du gut an deinen Vordermann Platz 12 rangekommen. So, noch 2 Sekunden direkt dran. An den Thomas, ne? Genau. Dann war die Karambolari aber anscheinend alles Leute, die hinter mir waren, ne? Weil da habe ich ja keinen Platz gut gemacht. Ja. Ah, die beiden haben jetzt Spaß. Er will sich entrunden. What was that for, Dan? Er hat irgendeine Mission. Wahrscheinlich irgendeinen Hass von einer Startrunde oder sowas. Aber das finde ich halt schon krass, sich so zu entrunden alles. Guck mal, allein die Berührung, das waren schon wieder die 4 Safety-Punkte. Nicht wert, was der da gemacht hat. Der Farmer hat ein bisschen recherchiert. George Birbeck, Member since. Ja, 6.3. Okay. Was? That's the problem. Aber er müsste ja irgendwann wieder seine C-Klasse verlieren und dürfte dann nicht mehr mitmachen, wenn er so fährt. Er hat doch so viele Incident Points am Ende. Oder machen die dann zwischendurch immer noch so ein Endurance-Rennen, wo sie einfach. Ja. Ja, der macht dann wieder ein bisschen Mazda, wo er jemand engagieren. Das Display links neben der Hand. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Head-to-Head. Das Display. Das kleine Umschaltding. Deck. Ja. Deck. Nochmal? Stream Deck. Ja, genau. Stream Deck, das ist so ein kleines Teil mit 15 kleinen Bildschirmen sozusagen, die man als Knöpfe beliebig bewegen kann. The gap to Thomas. Meine Buttonbox. Buttonbox. Und da hat er halt verschiedene Funktionen draufgelegt. Oder halt auch Anzeigen. Er kleckert sich gerade nicht mit Ruhm, der McLaren vor mir. Die Frage, ob man irgendwann angreift. Aber wenn, dann nur mit guter Überlegung und Einsicht, bitte. Fahrzeug ist immer noch. Bist du übrigens jetzt Platz 12? Stimmt, da ist irgendwas passiert. Vor mir direkt P11, langsamer als ich. I-Rating ist schon nicht so kacke, wenn es jetzt mehr ins Ziel geht. Also da könnte ich definitiv angreifen, wenn ich wollte, und aggressiver fahren. Ich traue mich gerade aber noch nicht. Ich weiß halt nicht, wie er das sieht. Ja, halt die letzte Kurve vor der Zielgerade, die steht da ran. Er macht halt gerade ständig so Nervositätsfehler, weswegen man auch hier gut attackieren könnte. Aber ich lasse es erstmal. Versuche nur nah mitzufahren. Ich mache da ja einen ganz großen Fehler. Aber dann ist es auch wieder die Möglichkeit, dass ich halt reinfahre, weil ich so nah dran bin. Das ist halt immer das Risiko. Gut, wir sind schon aus der Box gestartet. Ich denke mal,
die, die jetzt noch dabei sind. Da muss man sich doch eigentlich verlassen können. Oh, wo hast du den Incident-Punkt herbekommen? Einmal übers Grün so ein bisschen rausgekommen. Okay. Kaum der Rede wert. Ach, ich mach's einfach letzte Runde. Damit es auch maximal frustrierend ist für ihn. Vor mir ist ein bisschen Überrundungs-Action am Start. Oh je, oh je. Dampf ist schon mal schlecht, wenn man über die Kuppe kommt. Aber anscheinend nur ein Verbremser. Das ist übrigens immer noch der, der das ganze Feld von hinten aufrollen möchte, der Herr Bierbeck. Da bin ich echt auf die Incident Points am Ende gespannt. So, 5 Minuten musst du noch durchhalten. Okay. So viele Runden im Lime Rock Park. Nie wieder. Okay, Michael, es ist denn wenigstens auch zum Zugucken gut. Chat. Lohnt es sich für uns alle? Oder sterben wir alle früher wegen Herzkasper, wegen dem Car? Es kommt schon über 50 FPS. Es wird immer schlimmer. You're pulling away. The gap behind is now 10 seconds. Nach hinten sieht es sicher aus. Ja. Da brauchst du ja keine Sorgen mehr. Beziehungsweise, ich werde gleich überrundet von Jack Morrow, dem Führenden meiner Klasse, ne? Ja, das stimmt. Ja, das ist nicht so cool. Weil den müssen wir dann ja vernünftig vorbeilassen. Der hat 6 Sekunden Vorsprung auf seinen... P12. Der Führende deiner Klasse? Ja. Da steht aber ein C. Push. Morrow? Nein, der gelbe Strich vorne ist anscheinend. Das blaue sind die Audis und das gelbe sind die. Achso, Ben Doon. D. Jetzt ist Ben Doon hinter mir, den habe ich ja gerade überholt. Das ist jetzt ein Audi gewesen. Hm. Aber hinter mir, hinter Ben Doon ist Jack Morrow, der ist P1. 2 Sekunden hinter mir. Stimmt. Flag. Ich hab die blaue Flagge. Tja. Blue flag. You've just done a 54.40. Coming up on a slower class car. Na, ich glaube, der Chat kann gerade nicht tippen. Der muss sich am Tisch festhalten. Oh, was für eine Kacksituation. Ich bin in einem Battle. Wir laufen auf. Das ist die absolute Horrorsituation, die man haben will. Er hat eigentlich genügend hinter mir Abstand, dass er nicht seinen P1 gefährden muss, um mich zu überholen. Wenn er klug ist, dann bleibt er hinter mir. Einfach weil man halt auch nicht weiß, was passieren kann. Was für ein Tanz von dem McLaren. Wenn es jetzt ein Endurance wäre, würde ich sagen, du fährst halt zur Seite und nimmst den Fuß vom Gas und lässt ihn vorbei. Car right. Right side's clear. Okay, Michael, stay close. Wait for him to make a mistake. Your lap time was clear. Das war's. Das Mistake. Er ist auch ganz nervös hier vor mir. Good move, mate. On your right, clear right, blue flag. 2 minutes to go, 2 minutes. Ja, jetzt kann der Jim Morrow sich erstmal mit dem Thomas auseinandersetzen. Die Framerate wackelt wahrscheinlich so viel wie ich mit meinen Zitterhänden. Also McFarmer sagt, ich find's gut und das ist doch die Feinde. Eine Lime Rock Variante ohne Schikane. Bobby sagt, wir halten alle die Luft an. Mit fahren wir mal auf P1 raus, nichts verachten. Wisst ihr, wer vor mir ist? Durch. Glenn Vanko.
Der Glenn Vanco. No, sagt Tobi. No. Er lässt auch den ersten hinter mir nicht vorbei, Thomas. Jack Morrow klebt hinter Thomas, weil er will zurück. Er will sich den Platz wiederholen. Oh Mann. Ist ja gut, dann brauchst du dir keine Gedanken machen, wie du ihm vorbei bist. Na, er will. Na, der will ja bei mir vorbei. Ja, der Thomas, der wird bei dir erstmal nicht mehr vorbeikommen. Du bist schneller als er. Okay. Eine Runde noch, zwei Runden noch? Drei. Jetzt noch zwei. Komma eins. Ja, genau. Jetzt noch zwei. Haben wir noch einen Ausritt? Yellow Flag, caution. Aber dreht sich direkt. Ah, leider nur eine Überrundung. Der nächste McLaren. Und du bist auf Platz 11, das wäre doch ein super Ergebnis. Ja. Wäre vor allen Dingen ein riesen Achievement. Einfach nervenmäßig. Letzte Runde. One more lap to go. Thomas ist immer noch zwischen dir und dem Erstplatzierten. Lime Rock Park mit einem Incident Point plus einen aus dem Qualifying. Das wäre der Wahnsinn. Dann können wir den GT4 mit gutem Gewissen einpacken und den Übernachtflug nach Spanien angehen. Hui! Da erholt sich auch die Bildrate wieder. 90 Bilder pro Sekunde. Eine Kurve noch. Ja. Ja, eins ist fertig, der das Rennen beendet. Geschafft! Na, das war doch mal spannend. Yellow flag, keep your wits about you, mate. Jo, Glückwunsch. Danke. That's the end of the race. We'll zum krassen, durchlittenen Rennen. Das durchlittene Rennen, hätte ich das nennen. Oh, vielen Dank fürs Mitfiebern. Geht doch. Danke, Tomcat. Great GG, danke, danke. Wer weiß, was drin gewesen wäre, wenn ich von P11 gestartet wäre? Michael, good job, Michael. Nee, da machst du dir jetzt keinen Kopf drüber. Du bist angekommen. Nur ein Incident Point. Du bist durchs Ziel gefahren. Aber ich krieg trotzdem I-Rating abgezogen. 10 Stück. Aber Safety-Rating müsste ein bisschen hochgehen. Sind die FPS gerade wieder dreistellig geworden? Ja. Also es scheint auch mit den Autos zu liegen, die halt gleichzeitig alle im sichtbaren Bereich sind. Ja, jetzt tankt es nicht mehr auf 50, jetzt tankt es auf 80. Fährst jetzt noch eine zweite Ehrenrunde? Ja. Jo, ist keiner mehr draußen. Ich muss runterkommen. Ist keiner mehr da? Doch, Alistair Walker ist noch da. Na, Box. Ja, jetzt ist er nicht mehr jetzt da. Jetzt ist er jetzt nicht mehr. Super gefahren, ja. Danke. Und ein herzliches Hallo an alle Zuschauer. Ihr seid ja in der Peak jetzt wieder vorhanden. Schön. Trotzdem werde ich jetzt das Ergebnis angucken. An Highlights gibt es, glaube ich, nichts zu sehen. Ne? Es war einfach generell sehr spannend. Wir gucken die Incidents an. Die Incidents angucken, ja, das können wir noch machen. Ich fahre jetzt in die Box, wir gucken die Incidents an und dann raiden wir den Olli. Und ich lade euch alle herzlich ein heute Abend beim entspannten Cocktail in der Hand Flugsimulator-Stream dabei zu sein, wenn ich nochmal zeige, was ich mir da gekauft habe in Paris und mit Andy, Barcelona und Joe, die Lüfte durch unsicher machen. Boah, ich bin so fertig. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie mein Nacken komplett verspannt. Ich permanent so halb zwischen Gänsehaut und Zitterpartie.
Also, Adrenalin habe ich. Braucht noch jemand was? Ab wann? 19:30 Uhr. Ab 19:30 Uhr machen wir Flugsimulator. Ich gucke jetzt gleich Formel 1. Arthur Chris schreibt noch, die Autos im sichtbaren Bereich kannst du einstellen, die Vegetation kannst du auch unterdrehen, sind alles FPS-Fresser. Und das war ein 35-Runden-Highlight. Ja. Also wir gehen auf Runde 1 zurück. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen, Stefan. Das Krasse war ja schon hier, das außer Box starten, das gucken wir uns ganz kurz einmal an. Dass ich da halt direkt, ich hätte halt doch ein bisschen früher losgekonnt, dann wäre ich halt nicht hinter den Dings gewesen, hinter den Audi. Das wäre schon gut gewesen. Der hatte übrigens einen Start-Ziel-Sieg, da der Red Bull vorne. Denen ist echt die Pumpe gegangen. Was startet der scheiß Porsche denn mitten in unser Feld? Und tatsächlich, es tut mir leid. Oh, aber da waren mehrere, die so rausgegangen sind. Das hat man nur, hat die Kameraperspektive verfehlt. Ist wahr. Streamst du jetzt F1? Nein. Das wäre mal eine Idee. Na, ich werde auf jeden Fall noch das YouTube-Video vorbereiten von gestern. Da bin ich ja mit den 90er F1-Boliden im Regen gefahren in Assetto Corsa. Das erscheint heute noch auf YouTube. Aber ansonsten wird heute nur noch geflogen. Ich kann jetzt iRacing. Diese Lime Rock Park ist mir jetzt zu stressig gewesen. Ich weiß auch nicht, ob ich das nochmal mache. Das kann so in die Äonen eingehen als meine beste Lime Rock Performance. Das ist ja so eine Shitshow insgesamt. So ein Wackeldrahtseilack. Mann, Mann, Mann. Gut. So, next incident. Was haben wir hier denn? Ein Dreher vom dicken McLaren und dahinter der andere gleich auch. Zwei gleichzeitig raus. Dann alle hintereinander, auch die große Klasse, der BMW, zu schnell, kommt links einmal raus. Wie verhalten sie sich? Der Porsche geht vorbei. Ganz aggressives Racing hier. Das sind auch Leute, die wir dann später gesehen haben, ein paar Plätze weiter hinten bei mir. Bin ich da schon mit bei? Nee, da bin ich noch da ganz hinten. Aber da habe ich mich gut vorbereitet hier im Vergleich zu den Runde 3. Hey, kann man laufen lassen direkt. Da, der nächste Incident. Das ist der, genau. Next Incident, dann ist er da hinten noch gegengedotzt. Dann, zwei Runden später. Der Porsche. Ein Network-Fehler. Und dann war er doch auf einmal wieder vorne und ist gesprungen. Der nächste Porsche, wieder Network-Error. Dann während der Audi bisschen viel Speed, links raus ein X. Nächster Incident, wieder Audi, auch Network Error. Dann der BMW mit der Nummer 6 auf 2 gerankt. Nee, doch, ja. Könntest du noch näher rangehen? Du meinst, ich soll die andere Kamera, oder machen wir das immer in... Nö, weiß ich nicht. Können wir gerne so machen. Dafür ist es ja da. Next Incident. Also die häufigsten Incidents sind definitiv die vorletzte Kurve, das Rauskommen aufs Grün links. Das haben wir hier ständig, fast jede Kurve. Da der Irre. Der Irre Grüne. So ist er zu uns gekommen. Oh, das sieht aber bitter aus. Der ist auch ausgeschieden. Ich glaube, der ist nicht zurückgekommen. Das war ein anderes grünes Fahrzeug. Oh. Was haben wir hier? Slido im Porsche, aber kein Dreher. Dann den Slush Puppy Porsche. Oh, ouch. Das tut weh. Kommen wir da vorbei? Sind wir da mit drin? Auf welcher Position war er denn? Position 3. Er war Position 3 und dann raus. Oh, das ist das, wo ich von P12 auf P11 oder so vorgekommen bin, glaube ich. Oder von P13 auf P12, was dich gewundert hat. Der irre Grüne war ein BMW. Ja, der irre Grüne war ein BMW, stimmt. Ja, der muss ja auch nochmal irgendwann auftauchen. Der hat doch hundertprozentig irgendwo Inzidenzpunkte eingesackt. Mhm. Mit Sicherheit, ja. Da wieder der X. Das ist jede Runde, ich sag ja, jede Runde. Irgendeiner ist in jeder Runde da einmal links raufgekommen. Network Error. Ja, uns wird man ja nur einmal sehen mit dem Ausrutscher aufs Grün. Da, der Nächste. Der hat ja jede Runde hier fast einmal eins gesammelt. Auch da wieder. Ab ins Grün. Und nächste Runde wieder einer. Ab ins Grün bei der Rechtskurve. Dass da überhaupt noch Rasen ist. Und wieder. Inklusive Network Error.
Dann ein Pacecar-ähnliches Livery. Gleiche Geschichte. Ein X. Ein Audi, ein X. Ich schalte die mal durch. Das sind ja echt immer die gleichen. Ja, da oben hat das da auch nochmal Kraft gehabt. Ne? Ja, jetzt. Das ist es. Die beiden McLaren. Der zieht zurück. Der fährt los. Und jetzt komme ich deswegen auch an die ran. Da bin ich damit bei. Oh Mann, das war dieser krasse Battle. Aber der jetzt als erster wieder losgefahren ist, das war auch ziemlich unsafe, wieder zurück auf die Strecke ist. Ja, fand ich auch. Gucken wir nochmal. Du meinst jetzt, wie der dann vor uns war so lange, ne? Wie der losgefahren ist, war nicht okay, ja. Der hier ist sehr viel safer insgesamt losgefahren, aber auch schwierig. Also man hätte eigentlich vielleicht sogar kommt. Guck mal, den hat sogar deswegen da zerrissen. Total traurig. Den Hinterrad blockiert. Ja. Weil der ihm reingefahren ist. Und wisst ihr auch, wer es ist? Wisst ihr, wer es ist? Das war der. Der Orange, ja. Ja. Becker oder wie er hieß. Hm. Ja, der ist echt gefahren wie eine Rampensau. Na ja, und der grüne BMW. Oh, jetzt kommt meiner. Nee, ich bin dahinter. Da kriegt er den Incident für das links rausfahren, wo ich gesagt habe, oh, da wackelt er, der fährt ja wie ein Irrer. Und wir sind schon dahinter. Das ist aber mindestens das dritte Mal an derselben Stelle. Mhm. Ist ja auch genau die Kurve, die dir so zu schaffen gemacht hat, richtig, Basti? Genau, ja. Und das aber war das Rennen, Muddel. Bin ich, wie gesagt, mit Null durchgekommen. Alter, war boxen die sich der Audi und der Porsche aber weg. Meine Güte, muss denn das sein? Hier fahren sie rauf. Ich glaube, ich fahre da jetzt auch gleich links vorbei. Tja, der Porsche, für den Porsche war es wieder das Ende. Eieieiei. Ei, schöner Dreher. Das war der Rauch, den wir gesehen haben, oder? Mhm. Ich glaube, ich müsste jetzt links vorbeikommen gleich. Oder? Nicht? Ich dachte, ich hätte da auch Rauch. Ja, da hinten. Gerade kam ich noch hoch. Habt ihr jetzt nicht gesehen, war auf dem Triple noch zu sehen. Kam ich gerade noch hoch. Autsch. Das müsste auch eine gute Platzierung sein. Position 5. Auf Position 5 hier. Sag nicht, der ist kaputt. Aber er macht einen sehr safen Release anscheinend. Nee, überhaupt nicht. Aber das Gegenteil vom safen Release. Fährt auch gleich nochmal wieder raus. Oh Mann. Ist nicht safe Release, safe Return will ich sagen. Ich mal mit meinen Quatschwörtern. Und hier nochmal. Ja, den muss ich ja noch überholen, ne? Da bin ich hinten dran, da nehmen wir die Screentime ein bisschen mit von uns und euren Namen auf dem Auto. Dem Lack. Rejoin from hell. Da gehe ich jetzt innen vorbei gleich. Und das ist eine Runde später. Dann bleibe ich einmal drauf auf dem Duell. Das ist ja quasi unser einziges Highlight dann. Was Überholmanöver angeht. Ansonsten habe ich ja viele Audis noch überholt, ne? Er war auch die ganze Zeit sehr nervös, wo du so dicht hinter ihm warst. Er hat halt schon mehr wahrscheinlich in den Rückspiegel geguckt als nach vorne. Ja, das gibt ja auch richtig was zu sehen, ne? Da steht Marlene und Christine, die Leute wollen das ja sehen. Die wollen euren Namen auch erkennen. Aha. Buzz at War ist Subscriber bei AVA 7? Das ist ja interessant. Ich habe nur Coca-Cola bei mir stehen, aber die zahlen wenigstens Geld. Oh, nee, so war das jetzt nicht gemeint. So. Cool, der Lack hier von dem Porsche, da steht Duracell drauf. Warte mal, der hinter ihm hier. Der Duracell-Logo. Unendlich viel Energie. Und noch so ein Special-Lack drüber. Super cool. Da weiß ich leider nicht, wie das geht, dass das so... Du musst, glaube ich, mit einer Maske mit Graustufen irgendwie kannst du das einstellen. Ach, hast du dir da schon Gedanken gemacht? Cool.
Du, wenn du da talentiert bist, ich kann dir gerne mal mein Livery rübersenden. Ich habe nur ein Video darüber gesehen, das war's. So, bin ja immer noch hinten dran. Ich fahre immer noch mit Stock-Lackierung durch die Gegend. So, jetzt fährt der Audi rechts hinten ran. Ich glaube, jetzt kommt mein Überholmanöver, ne? Ja. Jetzt bremst er nämlich super spät. Kommt raus und ich gehe innen vorbei. Er hat mich aber nicht vorbeigelassen. Er hat halt einfach spät gebremst. Und dadurch hat er die schlechte Kurve gehabt. Das war also ein richtiges Rennmanöver. Ich muss sagen, in den Rennen, die Audis haben echt gut Platz gemacht. Stimmt, ja. Audis haben mir auch gut gefallen. Können wir auch vorstellen, Audi mal zu fahren. Ist ja eigentlich total das coole Auto. Ja. Deutlich besser kontrollierbar als der Porsche. So. Oh, hier kullert noch einer aus. Wieder die 6. Wer ist denn das? Jimmy Cola. Auf Position 2. Wow. Jetzt natürlich nicht mehr. Der hat nochmal ein, zwei Plätze verloren. Wie ist es ausgegangen? Cola auf Platz 4 dann am Ende. Wir sind auf P11 reingekommen. Das kann nicht sein. Ich bin doch nicht mal eine 52.2 gefahren, oder? Das steht hier aber. Qualified 53.6 und Race 52.2. Das sind die Abstände. Ah. Guck mal die drüber. Ja. Sehr gut. Ach, das war ja nochmal ein schöner Schocker. Nee, die Laptime war ziemlich schlecht. Meine. Meine Laptimes waren alle 54er. Na gut, du hattest aber auch immer Verkehr gehabt, ne? Ja, Verkehr, Nervosität, alles. Also ich war ab einmal ganz knapp an der 53 geschrappt, aber. Naja. Ja, und das fahren wir jetzt so zu Ende. Noch irgendein Incident? Letzte Runde? Nee. Nur nochmal alle links raufgefahren, um Maximum Speed rauszuholen. Also diesen grünen, der ist mir jetzt nicht aufgefallen. Nee, da habe ich dann einfach nur übersehen. Nee, ist mir auch nicht aufgefallen. Hm. Da ist es vorbei. Ja, gut Race. So, die Ergebnisse sind drin. Ich muss einmal Display Capture anmachen, damit ihr es sehen könnt. Center to Screen, da ist es. Du. Was ist hier denn los? Das Training. Ach, das ist das Training. Race. Ah ja. Safety Rating wieder ein bisschen erholt. Plus 0,16. I-Rating minus 18. War der zweithöchste Split in der Klasse? Der höchste war 2100 Strength of Field mit einer Laptime von 52,4. Aber da wäre man hier auch noch mitgefahren. Ja, ja. Ist schon eine verrückte Serie, muss man sagen. Also sehr, sehr stressful einfach. Oh, da war Sebring ja total entspannt im Vergleich. Aber alle sind aufregend. Alle Tracks haben so, und das ist ja auch das Tolle an dem Rennsport, finde ich, sind alle sehr, sehr aufregend oder haben irgendwie was. So schon sehr, sehr geil. Nächste Woche geht's weiter in der GT4-Klasse im, das, der Ausblick ist ja noch wichtig, Current Series. Ach Quatsch, Michi. Geht es weiter im Circuit de Barcelona, Catalunya, in der Historic-Variante. Aha, aha. Bin gespannt, wie das wird. Und danach geht es zum Sonoma Raceway, Phillip Island. Schöner Schedule. Und aber vorher schon am Dienstag geht es wieder mit GT3 los. Das sehen wir hier.
GT3 fährt nächste Woche im Daytona. Na, das ist nicht so weit. Von Sebring nach Daytona, theoretisch müssten wir da verschiffen. Das brauche ich, glaube ich, gar nicht mal. Oh nein, und dann geht auch die GT3-Klasse zum Lime Rock Park, bevor es auf den Hockenheimring geht. Oh nein! Oh nein! Wir sehen uns also in 2 Wochen schon wieder hier auf dem Lime Rock Park, dann in der GT3-Klasse. Da geht es noch schneller und wilder zu. Wenigstens nicht mit mehreren Klassen. Und das ist Gemetze. Das ist Gemetze, sagt McFarmer. Ja gut, also wahrscheinlich ähnliches Gemetze wie das, was wir jetzt hier gesehen haben. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Jetzt gibt es noch einen Raid für den guten Olli. / Raid bestellten lieben Gruß. Geht alle Rüme drüber. 391, der spielt VR Foss. Nee, Moss. Das Spiel habe ich auch schon 2-mal gestreamt. Sehr, sehr süßes Spiel, wo man eine kleine Maus durch eine VR-Welt knobelt. Ich spiele jetzt Formel 1. Wir sehen uns um 19.30 Uhr wieder mit dem guten Jo auch im Sprachchat und mit Andi zum Fliegen auf der Welt. Bis dahin, vielen, vielen Dank. Jawohl, tschüss. Bis später. Schon.